Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Montagmorgen zum Start in die neue Woche. Ja, meine Lieben, ich habe am Wochenende mal meine ganzen Kartendecks sortiert und ich habe einige gefunden, die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Und heute darf es mal ein Tarotdeck sein, das habe ich ganz, ganz lange nicht mehr genommen. Und zwar das Engel-Tarot von Dorian Virtue und Radley Valentine. Das Deck ist nicht so einfach zu mischen, das sind ganz große Karten, aber ich werde gleich mein Bestes geben, um hier eine Karte herauszumischen als Hauptthema für diesen Wochenstart. Ich habe dann das Lenormand-Deck von Angelina Schulze hier noch zur Klärung bereit und ein Krafttier holen wir uns dann auch noch aus dem Krafttier-Orakel. Denn diese Woche steht ganz im Zeichen des Neumondes im Löwen, der am Donnerstag stattfinden wird. Ja, das Seelengefährten-Reading, der Einfluss des Neumondes auf die Seelenverbindungen, gab es ja schon gestern mit mir und Micha zusammen mit neuer Legeform. Und dafür gibt es diesmal am Donnerstag direkt am Neumondtag von mir dann das Reading hier auf YouTube. Ja, also nur damit ihr nicht denkt, warum kommt jetzt kein Mondreading. Das kommt diesmal dann genau am Neumondtag, am Donnerstag. Und heute schauen wir gemeinsam in den Start der Woche. Also, ich gebe mein Bestes, die großen Karten zu mischen. Ich bitte, vorgemischt habe ich sie schon, das sind schon ein paar Mal welche rausgefallen. Ich bitte um eine einzige Karte als Motto, als Thema für diesen Wochenstart. Oh, die zwei Stäbe. Das passt sehr gut, denn die zwei Stäbe symbolisieren im Tarot ja einen Neubeginn oder zumindest die Sehnsucht nach einem Neubeginn. Ich lese mal vor, was auf der Karte steht. Du hast zu dir selbst gefunden. Neue Partnerschaften oder Verträge. Setze deinen Weg fort. Wunderschöne Energie und so passend für diese Neumondwoche, denn der Neumond im Löwen steht ganz im Zeichen des Neubeginns. Dieser Neumond wird kräftiges Potenzial ins Kollektiv bringen, dass wir auch wirklich bereit werden, unsere Sterntaler einzusammeln. Ja, zu sagen, das habe ich jetzt schon erkannt in meinem Leben, die und die Wunden habe ich schon geheilt. Alle Erkenntnisse der Vergangenheit habe ich integriert und damit kann ich jetzt loslegen. Ja? Raus aus den alten Schuhen. Sehr schön, du hast zu dir selbst gefunden. Das empfinden momentan sehr viele Menschen so. Vielleicht geht es dir auch so, dass du noch so in der ersten Jahreshälfte in vielen Dingen zweifelnd warst. Ja? Vielleicht hast du den Weg, den du gehen wolltest, noch nicht so klar vor dir gesehen. Aber jetzt hier in diesen Monaten, Juni, Juli, August, in diesen Sommermonaten, passiert wirklich sehr, sehr viel Transformation dahingehend, dass wir nicht nur über neue Wege nachdenken, sondern tatsächlich erste Schritte unternehmen. Ja? Und das kann beruflich sein. Ja? Hier steht, neue Partnerschaften oder Verträge sind möglich. Das kann aber auch sein, dass du einen neuen Menschen kennenlernst. Das hat im Übrigen dann sehr gut zu dem Reading von gestern gepasst. Ja, vielleicht hast du es gesehen, zu dem Einfluss des Neumondes auf unsere Seelenverbindungen. Da ging es ja auch um Neubeginn und um neue Menschen, die in unser Leben treten, um die Herzöffnung für die Liebe an sich. Und das scheint hier nochmal Thema zu sein, jetzt auch hier im Tarot. Wir schauen jetzt mal, was aus dem Lenormand dazu fallen möchte. Zu den zwei Stäben. Was haben wir hier? Ja, die Hand für das Loslassen. Wunderschöne Zusatzkarte hier in diesem Deck von Angelina Schulze. Loslassen schafft Raum für Neues. Ja, du siehst hier die Hand. Die Hand öffnet sich. Dadurch machst du dich bereit, dass etwas Neues aufgenommen werden kann. Das passt auch ja, unbeschreiblich gut zu dieser Woche, denn das Alte, und viele Menschen haben ja aktuell das Gefühl, das Alte im Leben, das passt nicht mehr. Ob das jetzt beruflich ist, ob das eine Freundschaft ist, ja, oder auch Beziehungen oder aber eigene Glaubenssätze, eigene Verhaltensweisen. Ja. In uns wächst dann so allmählich ein bisschen die Gewissheit, das Alte ist nicht mehr das, was ich wirklich möchte. Und um dann aber den Weg für Neues zu bahnen, müssen wir das Alte loslassen. Ja,
Da findet dann erstmal so ein bisschen so ein Tauziehen statt in einem. Das Alte ist halt trotzdem das Altbekannte. Ja, die Komfortzone verlässt man nicht so einfach, weil man nicht genau weiß, was kommt denn danach. Aber wir dürfen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ohne aus dem Alten auszusteigen, ist es schwer, das Neue wirklich mit ganzem Herzen zu beginnen. Sicher gibt es auch die Möglichkeit, Dinge parallel zu beginnen, gerade in der beruflichen Richtung. Ich habe viele Klientinnen, ich mache ja viele Berufsberatungen, die sich beispielsweise jetzt schon mal sozusagen nebenbei mit einem zweiten Standbein selbstständig machen oder nochmal eine Ausbildung machen für etwas anderes und behalten erstmal den alten Job, ja, für ihre Sicherheit. Also da ist es natürlich dann sinnvoll, es in der Art und Weise zu gestalten. Aber wenn du dich beispielsweise in einer Beziehung befindest und du hast die ganze Zeit schon das Gefühl, da passt es nicht mehr, dann wäre es natürlich sinnvoll, das Alte erstmal zu beenden, eine Zeit lang auch die hier entstehenden Wunden, ja, denn ein Abschied ist ja seltenst vollkommen schmerzfrei, zur Heilung zu bringen, dich selbst wieder in deine Stabilität zu katapultieren, um dich dann bereit zu machen, offenen Herzens für Neues. Also sehr, sehr passend. Noch eine Karte bitte zu den zwei Stäben. Warum fallen hier die zwei Stäbe? Warum fallen die zwei Stäbe? Ah, es ist manchmal gar nicht so einfach, das Mischen hier. Ja, hier fällt der Klee. Der Klee ist für mich immer die Leichtigkeit zuerst, aber auch das kleine Glück. Das kleine Glück deshalb, weil der Klee oftmals mit der Komfortzone in Zusammenhang gesetzt wird. Ja? Das sind Lebenssituationen, da fühlen wir uns ganz gut. Ja, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Man ist nicht super erfüllt, man ist nicht super leidenschaftlich bei der Sache, aber man bleibt, weil es irgendwo auch bequem ist. Das kann der Klee bedeuten. Der Klee steht für mich aber auch immer für die Leichtigkeit. Also es kann durchaus sein, dass es deine Seele danach sehnt, dass dein Leben leichter wird. Du kannst dir jetzt zu Wochenbeginn hier mal Gedanken darüber machen, was könntest du vielleicht loslassen, was dich beschwert, was dich belastet? Welche Last trägst du vielleicht auch für andere Menschen? Ja. Wo setzt du dich nicht in den Mittelpunkt deines Lebens, sondern gibst vielleicht immer anderen den Vortritt? Traust dich vielleicht noch nicht so für dich einzustehen? Das sind alles Dinge, die uns belasten. Besonders merkt man dann oft nachts, also mir geht es so, wenn mich etwas belastet, dann kann ich nachts ganz schlecht schlafen. Ja, denn wenn ich dann mal wach werde, und das wäre ich meistens mal nachts, dann fängt sofort mein Kopf an zu denken und zu grübeln und dann kann ich fast nicht mehr einschlafen. Ja, und hier kommt es mir so vor, dass wir uns mal Gedanken darüber machen dürfen, jetzt zum Wochenbeginn, vor diesem Neumond, die Energie wird sich jetzt heute Morgen ja einschwingen ins Kollektiv. Was geben wir denn dem Löwen mit? Was darf denn der mitnehmen aus unserem Leben? Ja, was uns noch belastet, um dann wirklich uns frei und leicht zu fühlen. Das kam mir hier sehr stark in den Sinn. Ja, wir holen uns noch zwei Karten. Eine hierhin möchte ich gerne. Noch eine zu den zwei Stäben, bitte. Das sind jetzt zwei gleichzeitig gesprungen. Schaut mal, wunderschön, die Schwangerschaft und die geistige Welt. Die Schwangerschaft in diesem Deck kann natürlich für eine Schwangerschaft stehen. Ja, also es ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht jetzt eine besonders fruchtbare Zeit für dich ist, wenn du dir ein Baby wünschst und dass da vielleicht auch ein kleines Gebet nach oben hilfreich sein könnte. Aber die Schwangerschaft steht in diesem Deck eigentlich für neue Projekte, die Wachstum innerhalb der kommenden 9 Monate versprechen. Das würde jetzt natürlich super gut zu den zwei Stäben passen. Ja, wir hatten ja hier auf der Karte gelesen, neue Partnerschaften, neue Verträge vielleicht. Ja, vielleicht wechselst du den Job, vielleicht kommt hier ein tolles neues Jobangebot. Oder aber du spürst, eigentlich möchte ich was ganz anderes beruflich tun und dafür braucht es vielleicht noch eine Vorbereitungszeit, vielleicht musst du noch mal eine Zusatzausbildung machen oder, keine Ahnung, einen Lehrgang, einen Workshop besuchen. Und da können diese beiden Karten dir sehr
viel Mut machen, dass du dabei von der geistigen Welt unterstützt wirst. Denn wenn sich die geistige Welt selbst an eine Karte legt, dann bedeutet es immer, dieses Projekt ist beschützt und von der geistigen Welt in gewisser Weise auch gefördert. Ja? Ich habe es in vielen Videos jetzt der Vergangenheit gesagt, wenn wir unserem Seelenweg folgen, dann geht es leicht. Ja, wenn wir dagegen etwas tun, was unserer Seele eigentlich widerspricht oder dem Herzensweg, den wir uns irgendwann mal vorgenommen haben auf Seelenebene, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir immer wieder Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen. Und das meinte ich auch ein bisschen hier mit dem Klee und der Hand mit dem Loslassen, dass es jetzt in dieser Woche scheinbar nochmal wirklich extremst darum geht, dich zu fragen, was sind denn diese Stolpersteine alle in meinem Leben? Ja, wo kann ich mich denn noch davon befreien? Wo liegt es an mir vielleicht selbst? Ja, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, wir stehen uns ganz oft auch selbst im Weg und stellen uns im wahrsten Sinne des Wortes selber ein Bein, weil wir nicht auf unser Herz hören, weil wir vielleicht manchmal auch unserer Intuition misstrauen. Und alles, was du jetzt Neues kreieren möchtest, ja, was wachsen darf, und das kann auch ein neuer Glaubenssatz sein, ja, die Veränderung deiner Gedankenmuster, dass du dich vielleicht dazu entschließt, nicht mehr so angstvoll zu sein, in die Zukunft zu blicken, sondern eben nicht auf diesen Zug mit aufzuspringen, ja, dass wir gerade im Kollektiv ja wieder so Angst gemacht bekommen, sondern dass du sagst, ich bleibe in meiner Mitte, ich bleibe positiv, ich glaube an das Gute. Das wäre auch ein letztendlich Projekt, ja, was du dir vornimmst, und auch das ist von der geistigen Welt willkommen und unterstützt. So fühle ich das. Ja, und jetzt wünschen wir uns noch eine Karte hier unter die Schwangerschaft und die geistige Welt. Was darf hier sich noch zeigen? Der Schlüssel, wunderschön. Das ist der Schlüssel, meine Lieben. Und der Neubeginn per se, wow, das ist jetzt wieder, ja, wirklich, ich finde dann immer gar keine Worte, weil dann freue ich mich selber so, wenn einfach so bestätigt wird, ja, was diese Energie hier ausmacht, Neues. Das Kind, natürlich, ja bitte, wenn du jetzt dich gerade angesprochen fühltest mit der Schwangerschaft, wäre das auch nochmal ein ja, bestärkendes Argument, wenn hier das Kind fällt, dass es im Moment sehr fruchtbar ist und du, wenn du dir ein Kind wünschst, ja vielleicht wirklich jetzt in dieser Woche eine Chance hast, schwanger zu werden, aber das Kind steht im Lederrohr auch immer für einen Neuanfang und dieser Mond insgesamt steht für Neuanfänge. Das heißt, mit dem Schlüssel hier, ja, sagt die Legung eigentlich aus, dass alles Neue, was du jetzt angehst, was du jetzt in dieser tollen Manifestationsperiode dieses Jahres, ja, wo wir uns Ziele setzen können und wenn wir dann wirklich daran glauben, aus tiefstem Herzen, dass wir diese erreichen können, manifestieren wir unseren Erfolg. Ja? Da ist keine Zeit des Jahres bisher so gut geeignet gewesen wie jetzt diese. Und wenn du dann auch noch die geistige Welt um Unterstützung bittest, ja, also diesen unerschütterlichen Glauben daran hast und darauf vertraust, dass dir geholfen wird, ist das der Schlüssel für deinen Neubeginn. Ja? Also wunderschön stimmig die Karten. Loslassen, was nicht mehr passt, was dich belastet. Zurück in die Leichtigkeit. Ja? Aber auch aus Komfortzonen aussteigen. Neues wagen. Den Schutz, die Unterstützung der geistigen Welt genießen. Denn das ist der Schlüssel für deinen Neubeginn. Ja, wundervoll. Meine Lieben, soll man da noch sagen, wir bitten auch ein Krafttier an unsere Seite. Ach, bei solchen Readings wirklich, da geht mir so das Herz auf, wenn es so stimmig ist. Ein Krafttier bitte noch für diesen Wochenstart. Oh, jetzt ist eins runtergefallen, das hebe ich auch auf. Der Pegasus. Wow, wie schön. Meine Lieben, das ist das einzige Tier, was eigentlich gar kein Tier ist, in diesem Deck. Der Pegasus, es geht um die Verbindung mit der Quelle. Was könnte jetzt hier bitte Passenderes fallen? Eine höhere Kraft hat sich deiner angenommen. Breite deine Schwingen aus und erhebe dich zum Licht.
Ja, ich bin sehr, sehr berührt, meine Lieben, von diesem tollen Reading für den Wochenstart. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir beschützt sind, dass wir geführt sind. Wir dürfen unsere Schwingen ausbreiten und uns zum Licht erheben. Ja, das heißt, noch einmal unterstützt auch diese Krafttierkarte diese beiden Karten, die sagen, das, was dich unten hält, was dich immer wieder runterzieht, was dich erdrückt, das darfst du hinter dir lassen. Du sollst deine Schwingen ausbreiten und dich erheben. Erheben können wir uns nur, wenn wir leicht sind. Alles, was schwer geht, was belastet, das darf zurückgelassen werden. Meine Lieben, ich bin gespannt auf diese Woche. Also, ich sag mal so, das wird gewaltige Energie, die da auf uns zurollt. Ich werde wahrscheinlich morgen, Dienstag, nehme ich mal an, ja, Dienstag, werde ich die Seelengefährten-Readings machen. Die beiden Teile der Seelengefährten-Readings bekommt ihr wahrscheinlich morgen. Und am Mittwoch ist Micha mit dem Mittwochsimpuls da und es gibt dann diese Woche auch noch von mir, vielleicht sogar schon heute Nachmittag, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ein Zwischenzeit-Channeling. Ja, wenn du dich so zwischen zwei Welten befindest, ja, das würde ganz gut passen, wenn du hier in Resonanz gegangen bist, dass du so das Alte gerade hinter dir lässt. Das Neue ist vielleicht noch gar nicht sichtbar, das bezeichne ich ja gern als Zwischenzeit. Da gibt es ja einmal im Monat von uns ein Reading hier kostenfrei auf YouTube. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich mal wieder ein Channeling für euch, und zwar so ein Channel-Orakel. Da könnt ihr euch dann auch eine Botschaft auswählen und erhaltet eine gechannelte Message, vielleicht auch zu einer Karte. Das war so mein Plan, meine Idee, und das bekommt ihr auch sehr, sehr zeitnah. Ja? Also meine Lieben, dann freue ich mich auf alles, was wir zusammen erleben dürfen und wünsche euch jetzt einen tollen Start in diese gewaltige Neumondwoche. Eure Uli. Tschüss.